Bin ich. So, willkommen zurück zu Spyro 3. Ich bin T-Life alias Belightless. Alt die Klappe, Serax. Das kennst du auch schon, oder nicht? Jo, ich bin wieder euer Serax. Moment, das heißt ja, dass Force ich sein müsste, oder? Hey, ich bin doch Force. Servus, Leute. Ich habe in der Demo die Mission gesehen. Oh ja, diese Mission fickt ein. Oder Moment, wenn Force Schmacki wäre, dann müsste Schmacki ich sein. Dann müsste Schmacki selber sein. Das merke ich, Serax, das merke ich. Hast du das als Instant-Killer oder so? Ja. Du darfst nichts wahrscheinlich berühren. Es ist an sich tötet es dich hier nicht, weil du ja kein Leben verlierst. So viel ich weiß. Aber es ist scheiße, die Mission. Erinnert mich an Reiter die Wildsau von Crash Bandicoot. Oh ja, Wolf, da war was! Ja, da habe ich auch ein paar Mal gefailt, ich weiß. Es war konzentrationsmäßig ziemlich arg. So, oh, Wildsau! Besonders die Steuerung in dem Tunnel ist ein bisschen, naja. Bubbelig, ja. Oder Regelung. Oder das ist. Ja. Oh, das war fies. Das war gemein. Ich glaube, die Steuerung hier ist teilweise wie in Diddy Kong Racing, würde ich mal schätzen. Was sind das überhaupt für komische Viecher, die da unten immer auftauchen? Oh, ja, das sind so eine. Ach so, die? Ja, die schießen auf einen. Die sind lustig. Boing. Du verlierst einen nach. Wenn das so weitergeht, bist du tot. Nee, man fühlt kein Leben, Mann. Achso. Das wäre unfair, wenn man Leben verlieren würde. Ja. Bei der Stage of Definitiv, ja. So, das wäre dann fast so wie bei den Geboy-Teilen. Ich dachte, er stand nach 5 zuerst, deswegen. Ja, weil Schmacki vorher gestorben ist. Boing. Warum zum Geier zeigt mein Download-Ordner nichts mehr an? SpongeBob, jetzt weiß ich, woher das kam. Das verstehe ich nicht. Gut gemacht, Serax. Gut. Die Seegurke. Muss dich berühren. Lösch mal meinen Download-Ordner. Am besten finde ich ja immer noch, wie Patrick da ankommt und die ganze Zeit so sagt so. Hier, berühren, nicht berühren. Berühren, nicht berühren. Dann beim dritten, berühren. Muss ich denn eigentlich jedes Mal hinter dir laufen? Ich glaube, ich war fast da gewesen, oder? Ja, du warst in der Nähe. Ah, geil. Guck mal, der wurde von Larry die Qualle gestochen und hat es überlebt. Berühren. Von Lady Kaka. Also, im Tunnel gab's schon mal bei Spyro, glaube ich. Im zweiten. So ein Wasserrohr. Nein, im dritten. Also in der ersten Overworld Wasserwelt. Da gab es auch so eine Art Tunnel. Ich erinnere mich. Aber er war nicht so vermint und schwer und scheiße wie der. Sollte Poesie werden. Das Dynamitfeld ganz hinten, das ist das beschissenste. Das ist kein Dynamit, sondern TNT. Da gibt's Unterschiede. Weiß zwar jetzt nicht genau welchen, aber... Ja, Schmacki, das... Ja, da die Mitte zu treffen, ist nicht ganz so einfach. Ich weiß. Ich kenne ja das Spiel. Erstmal wieder vergrößern, damit ich auch alles sehe. Oh yeah, Baby! Jetzt hast du die vollen Proportionen. Ich muss jetzt mal schauen, wo ich den ganzen Schmarrn verschiebe. In den Schambereich. Das dauert jetzt 4031. Meines dauert... Ach. Scheiße, ich habe ja noch Toro offen. Und ich kann es nicht einfach so schließen, weil ich dafür... Ja. Er hat's geschafft! Gut geschwommen, junger Drache. Moment. Das geht. Schmacki. Danke.
Das geht bis 20. Elliot, oh. Und by the way, Leute, ich habe heute beschlossen, dass ich das Spiel regulär durchspielen würde, aber das Projekt ist dann natürlich nicht zu Ende, weil natürlich dann noch die Mission gemacht werden, die allen voran diese schwere Doom-like-Mission von vorhin mit dem Ziel und so, das kommt noch im Nachhinein, weil ne, das ist da nicht, das brauche ist, ich verdammt viel Concentration, das ist heute irgendwie, ja, da hat die Kamera gehabt, nicht mitgespielt, aber egal. Und das war scheiße knapp, weil da unten ist tot. Ja, das Schmacki, da unten ist tot, brauchst du jetzt nicht testen. Scheiße. Da hat nicht viel gefehlt gerade. Das macht er absichtlich. Er will zeigen, wie viel Skill er in dem Spiel hat. Nee, Doom war doch das mit diesen komischen Ninja-Rinoxen. Wo du quasi so eine Live-Anzeige hast und so orange alles. Nicht zu so ein orangenes Layout. So entkommen also dauernd meine Gefangenen. Hier, nimm dieses Dinosaurier-Ei, bevor es ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. Das wird wohl der Schwächling aus der Brut sein. Ich hab mal so eine Frage. Warum stellt man Kaninchen oder Hasen als Sheriff ein? Die rennen doch bloß weg. I have no idea. Die können Karotten festnehmen. Das hat man auch in Sumenia gesagt mit dem Hasen. Ja, das war der reguläre Level Exit. Genau, einfach mal der Hase haut ab und das geht das weg. Alles klar. Mhm. Feuergefecht am Jurassic Core. Ich muss mal schauen, wie groß die Datei überhaupt ist von Torovenia. So, das ist der leere Ordner. Genau. Moment, weg damit. Ah ja, Spacki, diese komischen Krabben sind ja auch bestimmt wieder bekannt vorgekommen. Mhm. 180 Megabyte, das würde nicht sehr lange dauern zum Hochladen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich es testen soll, ob die Verbindung dann noch steht oder nicht. Mach halt. Wir sagen dir dann schon, du kannst dir... Kann man das pausieren? Nee. Ich werde es wohl testen müssen. Da gehe ich dafür auf meinen... Ja, wie gesagt, was fehlt, wird dann halt noch nachgeholt. Im Nachhinein. Gehe ich auf meinen Testkanal, der... Ich hab grad Bock, die Credits zu sehen. Was für Credits? Vom Spiel. Achso. Die Eier reichen ja schon von den Drachen. Oh, jetzt habe ich die Musik vom ersten Teil drin. Naja, ich werde mal schauen, ob die Leitung... lass mich erklären. Ich werde mal schauen, ob die Leitung das mitmacht. Wenn nicht, könnte es sein, dass ich gleich weg bin. Also, wundert euch nicht. Die Ei. Maus, du störst gerade extrem. Das ist keine Maus, das ist eine Ratte. Nee, das... Dann schauen wir jetzt mal den Final Boss oder Final Queen des Spiels. Genau. Und den Final Level. Da ist der Final drin. Zeit, die Zauberin fertig zu machen. Ich finde sie ziemlich hässlich zusammen. Wie Angela Merkel. Also gut vergleichbar. Ja gut, das Ripto hat ja einiges drauf gehabt. Was kann sie groß? Sie hat auch sehr viel drauf. Ich gebe den Tipp. Frage, wie treffe ich sie? Gib den Tipp, hier gibt es drei Sachen, die runterfallen können. Die dritte wirst du lieben. Die habe ich persönlich am geilsten gefunden. Nimm die Kanone! Ich habe gerade die Dia-Show irgendwie. Habe ich auch. Skype ist kacke! Wie geht's? Komm her und fix es! So zwick ich dich. Ah, verstehe. Mit den Kanonen also treffen. Ja, das sollte verhindert werden. Aber sie hat dir keinen Schaden gemacht. Oh ja, jetzt lässt sie den Scheiß regnen. Apropos, der Boss, wo du zu dieser Overworld, wo du gerade bist,
gekommen bist, wo dieses Riesenvieh da rumflog. Das ist quasi mein Lieblingsboss in dem Spiel. Ach so, ja, der. Mhm. Aber es war dann gleich, muss man sagen. Ich finde aber persönlich den zweiten Boss am allerschwersten. Dieser mit dem komischen Hammer. Kennst du auch? Ja. Der war richtig nervig, nicht wahr? Hm, ja, der war wirklich nervig. Das war quasi der Boss, der mich als Kind immer mindestens einmal gekillt hat. Dass das nicht getroffen hat? Wow. Ja. Abstand halten, Schmacki! Mensch. Oh, nimm das. Nimm es! Ja, weil die Scharfe Energie geben. Du willst es mit dem... Ja, das schafft. Du musst das Mission annehmen. Apropos, das ist quasi der gleiche Sound und der gleiche Sprite wie die Super Attacke von Spyro aus Spyro 2. Schmacki. Ah, cool. Ja, dieser Feuerball. Das ist quasi der gleiche Sprite. Nur, dass sie ihn feuern kann und du ihn dafür nicht. So, jetzt abwarten. Bis ein drittes Gerät runterkommt. Also die... Wo siehst du das da oben? Welches? Moment mal, vielleicht schießt das gleich runter, dann hast du eigentlich den Kampf praktisch gewonnen. Ja, da oben. Das sind nämlich UFOs. Nimm es und flieg ganz hoch. Wie soll ich hier ganz hoch fliegen? Da, das UFO! Ach so. Nein! Die Steuerung ist invertiert. Nach oben, ganz nach oben. Abstand halten, nicht. Du musst auf Distanz kämpfen. Damit kannst du auch die anderen Sachen runterschießen. Ich finde das UFO einfach geil in dem Spiel. Irres Teil, ohne Scheiß. Und vor allem, wie die Zauberin sich anhört. What the fuck? Was war das denn? Hast du das gesehen? Ja. Wo war ich denn geblieben? Ach so, wie die sich anhört. Wie Angela Merkel beim Sex. Oh, jetzt geht der Serax aber echt gut durch. Schafe. Ich finde, neben Super Mario Land 1 auf dem Game Boy hat die Zauberin das komischste Geräusch, wenn man sie trifft. Also da war es ja so und hier ist es halt Apropos Super Mario Land, das habe ich gestern... Da war was, Schmacki, nicht wahr? Das habe ich gestern nämlich gespielt und Hedy und Wolf waren dabei. Und beim ersten Ding habe ich nicht gut angestellt, beim zweiten so lala. Mario Land? Was hast du für Schmacki? Das hat du UFOs definitiv geil, scheiße. Ja, das hat mich getroffen. Aber da ist noch ein UFO. Weil das kannst du ja unendlich fliegen, bis du getroffen wirst. Treffen ist halt so eine Sache, aber es ist verdammt cool. Aber die Musik hier ist einfach endgeil. What the fuck? What the fuck, die hat sich gerade selber getroffen, hast du es gesehen? Ich hab's gesehen, ja. Lol, die ist fast noch bescheuerter als Angela Merkel. Hat die ernsthaft Energie dadurch gerade verloren? Ja. Lol. Oh mein Gott. Ich muss sagen, Ripto hatte
mehr drauf als du. Sag mir nicht, das war schon. Mach die. Ich würde mal sagen, die ist gegrillt. Ah, Charge. Komm, du hast bestimmt mehr was. Du hast bestimmt mehr im Kasten, oder? Komm, Ripto hat auch zwei Phasen gehabt. Tja. War klar. Déjà-vu! Pyro, du hast gerade die tatsächlich. Das kommt mir so verdammt bekannt vor gerade. Das ist eine Anspielung an Spyro 1. Der Kreis schließt sich. Oh ja. Himmlisch geil. Moment, das war's von ihr? Kann manchmal richtig das komisch sein, Bentley. Achso. Lol. Guck mal, das ist der Handy. Ich muss immer noch die restlichen Drachen. Das ist der Handy, wenn er so doof guckt. Scheint die Drachen zu sein. Also muss ich nachsehen, ob er nicht in Schwierigkeiten ist. Mindestens hast genauso. Du ihn gesehen? Oh nein, nein. Wie auch immer, sollte er mir über den Weg laufen, werde ich dich sofort darüber informieren. Ich mag den Yeti. Ein bekanntes Gesicht. Ja. Diese Bilder finde ich geil. Kennst du diese? Also für zu viele ist diese Braut auf jeden Fall. Aber irgendwie landete ich dann hier. Sind meine Koordinaten? So, da bin ich wieder. Falls du zu viel bist, schau dir mal die an. Dann müsstest du geil werden. Moment, die rote ist doch von Spyro 2. Ja, die Elora. Ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich die doch auch schon mal gesehen. Ist das hier der Abspann? Das ist der. Das scheint der Abspann zu sein, ja. Super klasse, ich habe die ganze Action verpasst. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass ich keinerlei urheberrechtliche Hinweise oder sonst irgendwas habe. Das heißt, ich kann beide Intros drin lassen. Ach, wie freue ich mich doch. Das ist richtig schön. Das heißt, morgen wird's das Let's Show. Hat sie gerade getreten? Das hat sie. Der Prof, der schwallt ein Zeug dahin. Willi in der Mauer. Wie kommt der denn rein? Wie oft habe ich LOL. Das irgendwie ist das gerade verwirrend. Da bekommt der Satz, mit dem Kopf gegen die Wand zu donnern, bringt meistens nichts. Ja, so ist es auch passiert. Und keine Sorge, ich mach das Ending nochmal. Ich mach das Ending nochmal ohne Stimmen, ist ja. Extra quasi. Ein nicht so ganz edler Kämpfer. Ja, Jäger. Das war mir irgendwie klar. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Warum heiraten ein Jaguar und ein Hase? Oder nee, nicht Jaguar. Grundlegende Regel, hinterfrag niemals die Logik deines Spiels. Wollte ich gerade sagen. Hinterfrag alles. Warum sind Tore für den Fall? Aber ich muss sagen, Sirax, Ripto konnte wesentlich mehr als sie. Ripto kommt auch nochmal im vierten Teil vor. Das war mir irgendwie klar, dass der Typ nochmal wieder kommt. Ja, er ist quasi wie so eine Hautirritation am Hintern. Ja, Leute, das war Spyro 3. Der Kreis schließt sich. Das empfehle ich doch noch nicht. Denn Zombie Games, himmlisch. Jetzt geht es darum, dass wir noch die restlichen Dinge einsammeln, Edelsteine und so weiter. Und dass dann auch in diesem Teil der Bonusbereich gezeigt wird. Eigentlich das Spiel wirklich durchzuspielen. Das willst du aber nicht mehr heute machen, oder? Nee, das ist. Ach, Manu! Willi fand ich echt geil eben gerade. Aber mit ich der hab bei Spyro 2 noch einen Bonuspart offen.
Das ist ja schon geschafft. Boss? Noch habe ich nicht angefangen, noch könnt ihr mitbestimmen. Soll ich beim Mega Man Race einen Death Counter machen? Auch ja. Dann alles verzögern könnte. Weil ich muss ja die ganzen Tode zählen von mir und von T-Life. Ich möchte einen Death Counter. Ja. Jetzt kann ich ja mal schon ja, sagen, welches Fire Hotel für mich der beste war. Das Spiel hast du noch nicht. Das Spiel hast du noch nicht zu 100% gezeigt, deswegen kannst du es noch nicht wirklich sagen. Bis jetzt zumindest aktuell. Vom Bonusbereich her ist immer noch der erste der Spitzenreiter noch. Kann sich aber noch ändern. Von der Musik her war auch im zweiten Teil die meisten Levels ziemlich gut, obwohl der dritte auch ziemlich gute Musik hatte. Hier und da. Eigentlich hatten alle drei Teile gute Musik. Meiner Meinung nach hat der erste die bessere. Weil die Melodie kommt da einfach noch besser. Fakt ist, alle drei Teile sind wahre Meisterwerke. Das kann man schon mal hier festhalten. Das ist kein Spiel mehr, das ist Kunst. Und ich habe bisher nur zwei oder drei Parts vom ersten aufgenommen. Es ist ein bisschen schade, dass es aktuell bei PS2 ja, so ein ganz kleines bisschen. Also die PS2-Ableger von Spyro sind wesentlich schlechter. Es sind zwar auch sehr robuste Spiele, aber die kann man mit diesen Spyro nicht vergleichen. Das sind wahre Legenden, genau. Das sind quasi die drei richtigen Spyro-Teile und dann ja quasi so möchte man schon fast sagen, möchte ganz Spyro-Teile. Ich bin auch froh, jetzt fast nah dran zu sein, dessen, was Hieronymus damals leider nicht mehr geschafft hatte, einfach aufgehört hatte, nämlich die Reihe zu komplettieren. Ich war damals der Gast, das war das erste Mal, wo ich Spyro gesehen habe, wirklich, von der PSX her. Ja, und bin froh, dass ich es heute, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, du hast es heute noch nicht geschafft, außer wir machen jetzt noch weiter und holen die 100%. Dann hast du es komplettiert. Ja, ich kann zu Spyro nichts sagen, also... Das wäre ich schon großartig sagen kann. Ich leider auch nicht so viel, weil ich habe, soweit ich mich erinnere, ich glaube, ich habe die ersten drei Teile nicht gespielt. Skandal. Das sind die... Ausgerechnet die besten. Ich hab die leider nicht, das ist das Problem. Hast du eine PSX? Ich hab eine PSX, ja. Dann wird's höchste Zeit, dass du das hier irgendwo zulegst. Also ich könnte sogar auf PlayStation 2 spielen, so ist es nur nicht. Ja, die Spyro-Teile könnte man auch auf der PlayStation 2 zocken. Ich muss aber sagen, der Bosskampf des dritten Teils war... Lame. Wesentlich kürzer als der Bosskampf im dritten Teil, zweiten Teil. Weil ja, da finde ich den Bosskampf auch wesentlich. Ja, Ripto hatte einfach mehr Phasen gehabt und sie ist abgegluckert und ja, kam aber kurz die Hand raus und. Sieht die mehr. Serax, ey! Aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Auch bei diesem Bosskampf. Allgemein, die Bosskämpfe waren klasse hier in Spyro. Hast du irgendwie deinen Merkel-Fetisch oder was? Ja. Also mich macht sie jetzt nicht so geil, also, aber sie ist auf jeden Fall erwähnenswert, wenn es darum geht, gute Vergleiche zu praktizieren. Also Merkel ist der wohl letzte lebende Dinosaurier auf diesem Planeten mit Isma. wenn diese LP jetzt komplett ist, also mit den restlichen Elchan und so weiter, dann hat ja schon angekündigt, wird die Crash-Reihe kommen, 1 bis 3. Oh! Crash Bandicoot 1, da könnte ich eventuell sogar ein bisschen meinen Senf dazu geben. Vor allem will ich bei der reitenden Wildsau dabei sein, das sage ich dir jetzt schon. Und wenn der dritte Teil kommt, dann möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Allein aus dem Grund, weil ich das Spiel nur zu gut kenne. Ich auch. Bei dem dritten Teil habe ich auch schon öfter durchgespielt auf der PSX. Den habe ich auch hier noch rumliegen. Crash Bandicoot 3.
Das wird geil, ey, ohne das Scheiß. Das waren noch Zeiten, wo es noch Spiele wirklich noch Spiele waren und nicht irgendwelche Geldmachereien. Oh, Crash Bandicoot, einfach nur ein geiles Ding, ehrlich. Jedenfalls hoffe ich, euch hat es bisher gefallen und ja, bleibt auf jeden Fall dran, ist noch lange nicht vorbei, denn jetzt werden Edelsteine und die restlichen Drachen gejagt. Moment mal, bevor du das beendest, gehen wir nochmal raus aus dem Pausenmenü und geh mal hinter die Sphinx. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass Crash Bandicoot 1 so vielleicht nicht so einfach sein könnte. Also hinter dieses, hinter die Schlange. Jetzt gehen wir drüber. Drüber? Ja, normalerweise gibt es ja ein Secret. Egal. Nicht. Oder vielleicht hast du es ja auch schon. Eins können wir aber noch machen. Oh ja! Keine Sorge, Spyro. Ich brauche kein Geld mehr von dir. Jetzt guck aber nicht so überrascht. Ich habe eins der Dracheneier gefunden und werde es in Avala für ein Vermögen verkaufen. Ist das ein Arschloch? Hinterher! Renn ihn doch den Arsch. Oh ja, oh, das war Geld. Oh ja, ramm ihn seine Hörner. Jetzt nimmst du so, denn alles ja weg. So muss man mit dem Banker umgehen. Ja. Alles, was er uns abgeknüpft hat. Jetzt kriegst du dein Fett weg. Das, sehr ganz erzählt. So, warte. Ja. Das hat er sowas. Ach so, ne, der Bär macht ähnlich, aber nicht wie Burg. Burg macht ja. Ja. Und der Samurai-Meister macht ja. Wofür ist dieses Geld überhaupt gut? Das ist alles Edelstein, die er uns abgeknüpft hat. Ja, um 100% zu bekommen, ist der quasi... Ist das sehr gut. Ich überleg vielleicht... Also ich weiß nicht, ob ich bei Spyro 1 überhaupt 100% machen will. Was? Du holst auf jeden Fall 100%. Das Spiel ist leicht und es lohnt sich wohl. Wie gesagt... Schauen wir mal. Sonst kannst du nicht jedes Level zeigen. Naja, bei Yoshi's Island hatte ich ja eigentlich auch nicht 100% zu machen. Ich versuche es einfach. Und ja, aber ja gut, Yoshi's Island ist jetzt anders. Da sind die 100% echt knackschwer. Aber bei Spyro sind sie einfach, Wolf. Ich bin am überlegen, ob ich das auch irgendwann mal LP. Yoshi's Island? Nein. Spyro. Mhm. So würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Oder Torovenia. Mit der Torovenia zock du erstmal Cardius. Dazu müsste ich das Spiel erstmal haben. Habe ich schon. Ja, kein Problem. Jetzt habe ich Angst. Ich kann dir Link schicken. Es gibt ja noch andere Cardius-Teile wohl. Gut, das war's jetzt aber von Spyro 3 für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut da rein, ciao, ciao und auf Wiedersehen.